Mein Name ist Marco, ich bin Fotograf und komme aus Köln. Angefangen hat das Ganze eigentlich mit so einem Zwang, meine Umwelt zu dokumentieren. Und diese Herangehensweise, das Dokumentarische, hat, glaube ich, sehr, sehr extrem mein Stil geprägt. Die ersten beiden Bücher, die ich verlegt habe, haben sich genau mit diesem Dokumentarischen befasst. Ich glaube tatsächlich, dass mein Interesse nach neuen Orten und sowas vor 7 Jahren noch nicht so gestillt war, aufgrund der Tatsache, dass man auch noch wortwörtlich nicht so viel kannte. Kamera umgeschnallt und alles ist neu und aufregend. Vor ein paar Monaten kam ich auf den Gedanken, ey, dann lass doch mal ein drittes Buch rausbringen. Und habe versucht, so einen gemeinsamen Nenner zu finden oder einen roten Faden. Die ersten beiden Bücher haben sich quasi wortwörtlich selber geschrieben. Es waren wirklich einfach nur Tagebücher, wie der Titel der Bücher auch widerspiegelt. Als ich jetzt die Bilder dann für das dritte Buch angeschaut habe, ist mir aufgefallen, zum einen, ich bin nicht mehr so viel gereist. Zum zweiten hat sich mein Fokus der Fotografie ganz, ganz groß verschoben. Ich habe jetzt mittlerweile eine sehr künstlerische Herangehensweise an Fotos machen, an eine Kamera anfassen. Anstatt nur das Dokumentarische auf den Straßen einer fremden Kultur aufzufangen, ist es eher so, okay, ich konstruiere künstlich etwas. Dann setze ich mir zwar meine Bausteine, aber ab einem gewissen Punkt versuche ich dann trotzdem auf eine natürliche Art und Weise dem Ganzen einen Raum zu geben, sich frei zu entfalten und das dann wiederum zu dokumentieren. Und das war die größte Realisation von mir und in Bezug auf meine Kunst oder meine Fotos, dass ich gemerkt habe, dieses Dokumentarische habe ich nicht verloren, sondern ich nutze es nur anders. Und das hat mir die Augen geöffnet, dass dieser rote Faden des Dokumentarischen, des Intimen, des Gefühlvollen trotzdem in allen Bildern irgendwie zu finden war, obwohl es sehr verschiedene Bilder sind. Normalerweise mixt man keine Street-Fotos mit Porträtstrecken oder freien Shootings oder Moodbildern. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass da ein gemeinsamer Nenner vorhanden war. Das Ziel des Buches sollte was anderes sein. Spannungen oder Kontraste hervorzuheben. Ich habe mich hingesetzt für ein paar Wochen und habe versucht, diese Bildpaare zusammenzusetzen quasi, die innerhalb eine kleine Geschichte vielleicht erzählen. Und die große Geschichte des Buches selber ist, und deswegen auch der Titel, die Theorie der Intimität. Die große Geschichte ist einfach nur Intimität, wo auch immer sie zu finden ist, quasi. Sei es von ein paar Street-Fotos und dann auf der anderen Seite hast du aber ein Porträt. Und ich jedenfalls, so würde ich behaupten, und das denke ich, hoffe ich mal, dass andere Leute das auch sehen, ist diese Spannung und dieses nahe, echte, eben intime Gefühl, was man in meiner Fotografie hoffentlich, vielleicht, wahrscheinlich findet und was halt diese ganzen Bilder dann irgendwie verbindet innerhalb dieses Buches quasi. Das heißt, du blätterst die Seiten durch und findest immer wieder Verbindungen, immer wieder Emotionen, die ähnlich sind, immer wieder Stimmungen. Das ist einfach voll schön für mich zu sehen, wie ich mich in den letzten paar Jahren entwickelt habe, wie unabsichtlich und auch irgendwie unbemerkt mein Fokus sich ein bisschen verändert hat, aber gleichzeitig zu erkennen, okay, die Basis der Fotografie oder die Basis, weswegen ich überhaupt Fotograf geworden bin, warum ich das überhaupt so liebe, feiere und mit Passion dahinter bin, das hat sich nicht verändert. Ich habe das Gefühl, dass in meinen Bildern ich mich versuche zum einen kreativ einfach auszuleben. Durch Instagram kriegt man in der heutigen Zeit unglaublich viel Input. Und natürlich speichere ich mir den auch ab und schärfe so mein Verständnis von meiner eigenen Ästhetik, was ich wirklich toll finde, was ich schön finde, was ich ästhetisch finde. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich einfach nur Gefühle wiedergeben möchte. Und das versuche ich auch der Person, die ich gerade porträtiere oder fotografiere, irgendwie mitzuteilen. Ich sehe sehr, sehr viele Bilder in eine Abfolge, wie es auch in einem Film passieren könnte, mehr oder weniger. In zwei kleinen Zwischensequenzen von irgendwelchen Indie-Filmen quasi. Mit einer Hauch Nostalgie und noch einer Spur Korn und noch ein Filter und drauf. Und also es ist alles in einer sehr analogen, nostalgischen, romantischen Welt, die dadurch aufgrund dieser Attribute, die sehr nah vorkommt und sehr intim
vorkommt und sehr gefühlsvoll und echt. Aber ich glaube, es ist eine Darstellung einer Welt, die ich einfach in meiner Utopie mir unglaublich schön vorstelle. Ich glaube, ich habe so ein Bild von einer Welt der Ästhetik und da versuche ich mir immer so kleine Momente rauszugreifen und die darzustellen. Aber diese Momente zwischen den Sekunden, die da verstreichen vor mir, das sind irgendwie diese Momente, die meine besten Schüsse landen, sage ich mal. Jetzt mittlerweile kann man mal sagen, weil es schon ein paar Jahre sind, die ich fotografiere, dass jetzt so ein Rückblick erst richtig Sinn macht, weil wirklich was passiert ist, weil man sich verändert hat. Und das ist ein komplett natürlicher Prozess. Und das war für mich gerade bei diesem Buch die interessanteste Erkenntnis. Wer bin ich jetzt und wer war ich damals? Und gibt es noch Aspekte von damals, die heutzutage noch wiederzufinden sind? Und wenn ja, wie? Wie stellen die sich dar? Wie passen sie zusammen mit älteren Fotos? Das eine Bild ist vor 5 Jahren entstanden und das andere vor ein paar Monaten. Und trotzdem finden die irgendwie zueinander. Und genau das, finde ich, ist irgendwie das Spannende an dem Buch. Innerhalb dieser 5 Jahre war ich an Orten wie Seoul, Hongkong, Delhi, Lissabon, Palermo, in Dänemark, Stratum, kleines Dörfchen im Norden. Dieses Buch zielt gar nicht so sehr auf Kulturen ab oder auf das Reisen per se. Es geht aber viel, viel mehr eben um das Gefühl innerhalb der Bilder, anstatt was zu sehen ist, konkret. Die Geschichte, die erzählt wird, ist nicht das Visuelle, sondern das ist viel, viel mehr von: Guck mal, schaut mal hin, das war voll der schöne Moment. An irgendeinem Ort, den ich euch gar nicht erzähle, wo er war, aber es war ein voll der schöne, humane, ehrlich, intime Moment. Oder ob es jetzt eine Straße von Lissabon war, in Seoul, in Delhi oder hier in Köln, das spielt gar keine Rolle, weil es eher um den Moment geht und nicht um das Außen drumherum. Es geht eher viel, viel mehr um die Intimität und nicht mehr darum, dass ich versuche, irgendeine Geschichte zu erzählen von einer Reise. Der Titel des Buches, Theory of Intimacy, Theorie der Intimität, kam so zustande, weil ich gemerkt habe, dass eben in dieser Masse an Fotos der rote Faden, der sehr, sehr viele meiner Fotos irgendwie verbindet, eben diese Intimität ist. Dieses Nahbare, dieses Menschliche, Echte. Und dadurch habe ich mir vorgestellt, eben meine eigene Theorie aufzustellen. Dieses Buch ist meine Theorie der Intimität, so wie ich Intimität mir vorstelle, wie ich sie definiere. Eben zwischen den Straßen von Lissabon, ein kleiner eingefangener Moment oder ein künstlerisch erzeugtes Shooting an den Stränden von Kapstadt. Diese beiden Momente können was Gemeinsames haben, was Menschliches, was Intimes. Und damit beschäftigt sich das Buch. Ich fotografiere seit plus minus 7 bis 8 Jahren hauptberuflich. Und ich würde behaupten, dass meine Fotografie sich größtenteils mit einem emotionalen Lifestyle beschäftigt. Und Menschen dabei einfängt, wie sie leben, gefühlvoll im Moment sind. Und gerade dieses Gefühlvolle, dieses Nahbare, Echte ist, glaube ich, momentan etwas, was immer mehr Anspruch findet bei den Menschen, weil wir so viel konfrontiert werden mit Fotos und am Ende des Tages nur dieses Echte das ist, was irgendwie auch bei den Menschen hängen bleibt, was Gefühle, Emotionen und generell irgendwas in den hervorruft. Das Buch selber ist ein Mix zwischen analogen und digitalen Bildern zu finden, weil ich tatsächlich innerhalb dieser 5 Jahre die analoge Fotografie für mich entdeckt habe. Ich fotografiere jetzt seit 3, 4 Jahren mit einer Mittelformatkamera und habe dort oder durch dieses neue Werkzeug, sage ich mal, auch einen neuen Aspekt der Fotografie kennengelernt, weil ich ein sehr, sehr hektischer Fotograf bin, der, wie gesagt, sehr, sehr viele Bilder schießt und auch manchmal auch gar nicht zu bändigen bin, weil ich mich ein bisschen verliere. Und da habe ich dann festgestellt, dass die analoge Fotografie mir hilft, mich wieder ein bisschen runterzuholen, den Puls so ein bisschen zu entspannen und eher den einzelnen Moment zu wertschätzen und auf den auch vielleicht zu warten, anstatt ihn zu jagen und zu suchen und zu finden. Ich bearbeite meine Bilder sehr analoglastig, ob es jetzt Grain ist oder einfach nur die Farben. Und das hilft mir in dem Buch auch visuell einfach auch da keine Unterschiede machen zu müssen quasi. Und auch einfach digitale und die analoge Bilder zu mixen und gegenüberzustellen, ohne dass da jetzt ein großer Unterschied zu erkennen wäre. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit hier, mal meine Geschichte, meine Sichtweise
bezüglich der Fotografie erzählen zu dürfen, von meinem Buch zu erzählen, was man noch bis zum 20. Dezember kaufen kann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.